Christian Fuhrmann ist Vorsitzender der Jägervereinigung Ansbach und Umland e.V. Als er vom Hasenpestfund erfährt, ist er nicht gerade überrascht. Denn die Seuche ist durchaus nicht ungewöhnlich. Es handelt sich um eine bakterielle Infektion mit dem Namen Tularemie, die immer wieder auftaucht. Die Hasenpest ist eine meldepflichtige Krankheit. Dadurch kommt sie natürlich auch in den Fokus der Öffentlichkeit. Ganz wichtig, ein Hase, der die Hasenpest hat, kann, wenn er durchgegart ist, völlig unbedenklich verzehrt werden. Die Gefahr liegt in der Ansteckung durch den Hasen, wenn man zum Beispiel über die Atemwege die Erreger aufnimmt. Die infektionsgefährdete Gruppe ist ganz klar eingegrenzt auf diejenigen, die Kontakt mit dem Tier haben. Und da bin ich natürlich als allererstes beim Jäger vorne dran. Danach würde ich sagen, kommt der Landwirt, der viel draußen unterwegs ist. Der sagt, Mensch, da liegt ein Hase, der verendet ist, den räume ich mal auf die Seite. Und dann kommt natürlich als dritte Gruppe der Spaziergänger. Ganz klar, wenn ich mich draußen nicht bewege, bin ich auch nicht gefährdet. Der Spaziergänger, wie gesagt, liegen lassen, einfach den Hasen melden an jemanden, den man kennt, Jäger, Jagdpächter, Polizei, und dann kümmert sich jemand drum. Erst bei einer genaueren Untersuchung kann dann festgestellt werden, ob das Tier tatsächlich an der Hasenpest gestorben ist. Die Krankheit ist aber nicht nur für uns Menschen gefährlich. Auch Haustiere können sich anstecken. Deshalb ist bei Hunden vor allem wichtig, dass sie aufs Wort hören und nicht anfangen zu jagen. Denn die Krankheit ist nicht ohne. Letztes Jahr erkrankten in der Oberpfalz sogar 9 Jäger. Im Zweifel dann doch lieber an die Leine. Man sagt, die Tödlichkeit bei einer unbehandelten Hasenpest liegt bei 30%, behandelt im Prinzip bei 0. Insofern ist es einfach wichtig, aufmerksam zu sein. Diese Aufmerksamkeit zu merken, Mensch, eigentlich geht es mir ganz gut, aber ich war in Kontakt mit dem Hasen, jetzt habe ich Grippesymptome aus dem heiteren Himmel, obwohl ich sonst keine Belastung habe. Dann ist eben der Punkt, wo ich sage, jetzt gehe ich zum Arzt und sage auch mal, übrigens, ich war in Kontakt mit einem Hasen, weil den habe ich weggeräumt oder was auch immer. Und dann würde ich sagen, ist die Gefahr im Prinzip weitgehend null tendierend. Also, die Wahrscheinlichkeit, in der Hasenpest zu erkranken, ist gering. Da sich die Bakterien aber bei der Kälte sehr lange halten, gilt der Grundsatz, Hände weg von totem Wild. Darum kümmern sich dann Christian Fuhrmann und seine Kollegen. Und dann können sie ihren Winterspaziergang ganz unbeschwert genießen.